Die Seitennavigation eines Lernmoduls besteht aus drei Komponenten. Die erste Komponente finden Sie in der Seitenübersicht und wird geschaltet über eine sogenannte Ebene. Das heißt, die Aufgabe 2 ist der Aufgabe 1 unterstellt, Aufgabe 3 der Aufgabe 2. Wie Sie diese Ebenen umschalten, finden Sie über weitere Funktionen und hier haben Sie Ebene wechseln. Welche Struktur Sie wählen, ob Sie diese Ebenenstruktur einer Unterordnung wählen oder eine Einebenenstruktur, das entscheidet der Inhalt Ihres Lernmoduls. In der Vorschau sehen Sie diese soeben von mir gezeigte Ebenenstruktur, also diese Unterebenen. Das wäre die Startseite. Hier kommen Sie zur Aufgabe 1, Aufgabe 2, Aufgabe 3 und so weiter. Die nächsten beiden Navigationselemente finden Sie auf der Seite selbst. Und zwar wieder ganz unten. Hier haben wir den Button Weiter. Das heißt, Sie können auch hier auf die nächsten Seiten wechseln. Und hier haben wir auch das dritte Element. Besitzt Ihre Seite einen Testcharakter, das heißt, muss der Schüler etwas auswählen, dann hat er die Auswertung. Drückt er die Auswertung, dann erscheint auch die Navigation weiter. Ist der Schüler auf der letzten Seite angekommen oder haben Sie nur eine Seite? Dann haben Sie auch hier wieder zwei Möglichkeiten. Entweder Sie bieten dem Schüler den Button weiter an und schreiben entsprechend die Aufgabenstellung dazu. Es war nicht alles richtig, kein Problem, dann löse die Lektion noch einmal. Drückt er jetzt auf den Button weiter, so beginnt er wieder von vorn. Wollen Sie allerdings nicht, dass er wieder von Anfang an startet, sondern dass auf dieser Seite Schluss ist, dann müssen wir in die Tiefen hineingehen. Dazu wechseln Sie in ganze Seite bearbeiten und nutzen das Element Einklappen, Ausklappen des Hauptblockes, und zwar der Seite. Hier haben Sie den Button Weiter. Und hier haben wir also verschiedene Möglichkeiten, die Sie setzen können und wollen Sie also den Button nicht anbieten, dann schalten Sie ihn einfach aus mit Speichern und Schließen. Verschwindet somit der Button weiter von der Bildfläche und der Schüler ist am Ende der Aufgabe angekommen. Ein Lernmodul ist also ein E-Learning-Modul, mit Hilfe deren die Lernenden interaktiv am PC lernen können. Das heißt, das kann einmal die Vermittlung von Sachinhalten betreffen oder Sie nutzen das Lernmodul als Wissensüberprüfung. Hier mal eine Kombination dargestellt. Ich vermittle Wissen über die entsprechenden Seiten und in der Zusammenfassung stelle ich dann den Test. Beim Test ist es noch wichtig zu wissen, dass der Erstellende oder der Bearbeitende die richtigen Lösungen natürlich sieht. Und bevor Sie das Lernmodul freigegeben haben, wird auch in der Bearbeitungsseite der Klasse Sie diese richtigen Antworten sehen. Keine Angst, dem Schüler wird es nicht so leicht gemacht, sobald Sie das Lernmodul freigeben, wird eine Mischung durchgeführt. Das bedeutet, der Punkt sitzt natürlich nicht auf der richtigen Stelle, sondern es ist nur einer von denen ausgewählt, beziehungsweise gar keiner ausgewählt. Das schalten Sie entsprechend in Ihrer Bearbeitung.